Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Volcano Blog. Ja, das letzte Mal hatten wir da drüben, oh, es ruckelt gerade etwas, ich hoffe, das gibt sich noch, dieses Steindingens gebaut, damit wir hier schön, ah, Moment, da ist noch was übrig, das müssen wir noch wegmachen. Das habe ich letztes Mal gesäumt. Beziehungsweise habe ich noch überlegt, ob ich vielleicht ein paar Stützen dran mache oder so. Ich weiß es halt nicht. Ja, ich könnte hier Vein Miner nehmen, aber ich weiß nicht, ob das so eine geile Idee ist. Ah. Ich habe gerade Cobra mal kurz geholfen. Wir bei Twitch Mods installiert für Minecraft. Beziehungsweise hat er das wohl schon selber rausgefunden. Ich habe wohl zu spät reagiert, keine Ahnung. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass mir überhaupt jemand geschrieben hat. Also, es war unten so ein Dingens da, mit so ein Chat-Symbol, mit so einem roten Dingens dran. Aber, jetzt kommt's. Wenn ich auf das Symbol geklickt habe, dann ist nichts passiert. Oh, habe ich hier was versaut? Hier habe ich was versaut, oder? Was für ein Fauxpas. Ja, ich kann meinen ganzen Fehler vom letzten Mal ausbessern hier. So. Jetzt aber. Hier haben wir das Ding zum Rösten. Einmal frei. Ich frage mal gerade kurz Cobra, was er denn momentan für ein Modpack überhaupt spielt. Mal kurz antworten. Hallo, da ist ja jemand online. Was für ein Modpack spielst du denn überhaupt? So, back to game. Zurück zum Spiel. Weiter geht's. Also Horrorglas ist, glaube ich, habe ich genügend. Das Ding brauchen wir eigentlich dann nicht mehr. Aber was wir brauchen, das ist das Teil. Und das hätte ich gern irgendwie automatisiert, aber das, glaube ich, geht schwierig. Was ich noch gerne hätte, ist. Nochmal so eine Fläche eigentlich. Die hatte ich relativ schnell eigentlich gebaut. Vielleicht hinten dran. Vielleicht baue ich hier hinten dran einfach nochmal so eine Fläche und mache dann das hier in die Richtung. Ich glaube, das ist besser, wenn ich das in die Richtung mache. Dann kann ich in der Mitte vielleicht irgendwo drüber gehen. Also kann sie in der Mitte halt nicht, aber so hier halt an der Seite. Kann ich da so drüber laufen und kann dann hier im Endeffekt aufs nächste Feld dann gehen. Und dann setzt man hier tatsächlich mal die Golems hin. Einfach weil ich das mal machen will, würde ich sagen. Oder? Oder wir gucken erstmal ins Questbuch. Wir gucken erstmal ins Questbuch. Was brauchen wir denn überhaupt als nächstes? Hier waren wir stehen geblieben. Ja, eigentlich könnten wir den oberen Strang hier auch mal machen. Aber dann brauchen wir wieder eine Plattform für um Eis irgendwie zu bauen oder so, oder? Ja. Ja gut, wir können ja damit mal anfangen. Wir brauchen sowieso haufenweise Clay. Moment, haufenweise Clay. Wo bekommen wir Clay wiederum her? Wie war das nochmal? Achso, man könnte das auch trocknen, ne? Clay. Ich will normalen Clay. Aha, Atomic Reshaper. Aber den haben wir, glaube ich, noch nicht. Das wird so kompliziert werden. Ich habe das schon richtig im. Ja. Ah. Aha. Und kann man das irgendwie zusammenwürfeln auch? Alu-O3? H2O. Achso, ist hier aber auch mit drin. Gott. Und wenn ich hier einfach dann noch. Oh! Auf Sponge. Achso, ja gut. Ja gut. 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 Okay. Ähm.
Na hier. So, wo bekomme ich Clay her? Wörtchen? Ja, das ist eine Lüge. Crushing? Clay? Ja. Maul, was ist das? So, das war's dann. Okay, dann gucken wir mal, wo bekomme ich den großen Clay her? Ich weiß zwar, wo ich ihn eigentlich herbekomme, aber ich... Eigentlich eben hier. Aber ich hätte jetzt noch eine Möglichkeit vielleicht gesucht, wie es einfacher geht. Aber es geht anscheinend echt nicht einfacher. Man muss das so machen. Okay, wir brauchen Rockcore, Gravel und Stone. Gravel war hier. Hier? Hier? Mal etwas mehr gleich. Machen wir gleich zwei davon, oder? Wenn wir noch was haben. Ach, wir hätten noch. Ich hätte noch was im Inventar gehabt. Heavy Ingots. Zweimal. Wie schön. So. Das war, glaube ich, so. Oder? Hoppala. Liebe es, wenn es nicht funktioniert, wie ich das haben möchte. Jawohl, zweimal Rockcore. Rock. Hard Rock. Okay, blauen, einen blauen Chart. Habe ich davon auch noch zwei Stück? Einen habe ich. Einen habe ich. Okay, wo bekomme ich das Ding her? Indem ich Crystal. Wo bekomme ich Crystal her? Ach, hier. Genau, da! Deswegen. Ja, dann verarbeiten wir doch das direkt einfach mal zu Crystal, das ganze Zeug hier. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich von dem Zeug dafür brauche. Ich glaube, das. Genau, das kann man nur für Crystal nehmen. Das ist ja perfekt eigentlich. Haben wir hier noch so was von dem Zeug? Nein, haben wir nicht. Sehr gut. Wie war das noch gar nicht? Stone Dust. Ja, super. Haben wir noch Stone Dust hier? Ja, haben wir da. Super. Ach so, hätte ich ja jetzt nicht rausnehmen brauchen, weil. Können wir direkt so machen. Machen wir mal so. So, und. Oh. Tschück. Mehr geht sowieso nicht. Weil ich nicht genügend. Mysterious Mixture. Das muss ich brennen und dann bekomme ich direkt einen Kristallblock. Okay. Also rein mit dir. Ah, hier habe ich schon einen. Perfekt. Und. Was passiert? Moment. Achso, den kann ich gar nicht smashen, ne? Den kann ich gar nicht smashen. Okay, gut. Dann machen wir das halt so. Super! Nichts Blaues dabei. Oh, klasse. Dass man immer das bekommt, was man eigentlich nicht so braucht. Ja, komm, wir nehmen einfach mal ein paar. Komm, wir nehmen einfach mal ein paar. So, zack. Muss doch jetzt dann was rauskommen. Jawohl, jetzt aber. Jetzt sind ein paar Blaue dabei. Okay. So. Und das war dann irgendwie, ich musste, glaube ich, jetzt einfach nur so hinstellen und dann mal tschuck und tschuck. So. Jetzt macht das irgendwie was. Jawohl. No tool. Zip. Und daraus kann man dann nur. Ja, genau, man kann nur Clay draus machen. Was anderes wollen wir eigentlich auch gar nicht. Oder? Wir sind ja schon froh, dass Clay funktioniert so. Ach nee, erstmal mache ich mal hier zwei rein. Weil zwei brauche ich auf jeden Fall.
Und dann, wie geht's weiter? Ja, muss ich noch. Ach so. So, genau. So, dann machen wir das so. Okay. Hätten wir hier noch Clay gehabt? Wir hätten hier noch Clay gehabt. Ja, schade. Egal. So. Wir brauchen einen solchen dämonischen Rüster. Habe ich hier recht? Sie richtig sehe. Flint and Steel, just be careful. Ja. So. Das hier. Ach so. Und sonst? Ach, die hier, genau. Nee. Für was muss ich dann das, für was muss ich dann das andere Zeug machen? Ich verstehe das gerade nicht so ganz. Für was muss ich den Heatblock machen und das Teil? Ich brauche das doch gar nicht, oder? Brauche ich das für irgendwas, um die Maschine hier zu bauen? Ich glaube nicht. Moment, Azul Ingot? Na doch, habe ich ja. Das, ich verstehe das gerade nicht so ganz. Aber, ja, ist mir jetzt erstmal egal. So, wir machen das mal. Erstmal. Das hier noch. Oh, habe ich Cobblestone? Nein, habe ich nicht dabei. Wenn wir schon mal da sind, können wir doch auch was machen. So. Und die Musik ist wieder aus. Hallo Minecraft, ich will Musik. Ich hätte gerne Musik. So, Punkt. Zuck. Wow. Nice. Und ich habe das tatsächlich am Anfang nicht genommen und nur als Cheaten bezeichnet, weil am Anfang ist es halt so, dass es halt schon, ja, die ersten Male, finde ich, sollte man schon mit der Hand noch abbauen. Einfach, auch wenn es das gibt. Einfach, ja, damit das Spiel halt ein Spiel bleibt und schön ist und es alles irgendwie einen Sinn gibt und so. Und ja, mittlerweile sind wir ja eigentlich an einem Punkt, an dem es eigentlich nur noch nervig ist, das Zeug hier abzubauen, wenn ich mal ehrlich bin. Wir müssen mal gucken, ob es da vielleicht nicht auch eine bessere Variante dazu vielleicht sogar gibt. Das ist, was ich hier betreibe. Und jetzt wäre vielleicht auch ein Home-Befehl ganz nützlich, ganz schön. Aber egal. So, die Spitzhacke müssen wir wieder reparieren. Und zwar brauche ich dafür Cobblestone. Repair. Oh, nein, nein, ich brauche einen Stick. Ich brauche einen Stick. Habe ich. Läuft das Zeug hin? Hier. Ach, ich weiß nicht. Ach komm, erstmal ein. So, einen Stick, bitteschön. So, einen Stick, Craft. Repair Cobblestone. Repair Cobblestone. Jawohl. So. Und hier Repair Stone. So. Dann haben wir wieder alles repariert. Gut. Gut, 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 gut. Vier Stück bekomme ich da. Schön. Ah, und Bone Meal habe ich ja momentan nicht mehr ganz so viel davon. Be careful. Okay. Vielleicht sollten wir das irgendwie wo machen, wo es vielleicht nicht ganz so tragisch ist.
Wasser vielleicht hier. Ich weiß ja nicht. Außerdem ist da Wasser in der Nähe. Ah ja, deswegen. Ich habe verstanden. Gut. Wird. Ja. Früher später bauen wir ein E ab, von daher passt das E. Alles gut. Warm Core. Jetzt haben wir sowas. Wie viel muss ich? Einer, ne? Reicht. Gut. Ich weiß zwar nicht so genau für was. Ich lege den mal hier auf Lager. Das hier auch. Also man kann da wohl... Moment. Wir haben da doch ein Buch. Wir haben da doch ein Buch. Und zwar jenes hier. So. Es gab doch, es hieß doch irgendwie, man kann. Ah, hier, Multiplux Drive. Hitfall. Ui, ui. Ja, nein. Also, man baut den unten so hin. Achso, man braucht da deutlich mehr als was ich jetzt habe. Dachte ich mir doch. Dachte ich mir doch, dass das deutlich komplexer aussieht, als es doch eigentlich ist. So. Ja, okay, es ist. Ja. Ja, es ist. Ja, es ist halt so. Okay. So. Ich habe mir das schon gedacht. Also räumen wir das Buch wieder weg. So. Wir bauen erstmal den Freezer. Der Freezer mit Terrakotta. Smooth Dingens hier. Cobblestone und blauen Shard. Brauchen wir da 3 Stück. Das reicht also völlig. Okay, und das Azul und Dingens. Haben wir alles. Hier, das hier müssen wir mitnehmen. So, dann. Genau. Hier den blauen Shard. Das war ein blauer Shard, gell? Ja. Ja, klar. Muss ja. Was können wir damit sonst machen? Okay, man kann damit tatsächlich noch was craften auch. Und zwar nur dieses Teil. Und ich weiß gerade gar nicht, für was das so... Weiß ich gerade gar nicht. Ist egal. So. Wir gucken mal. Beziehungsweise wenn wir soweit sind, dann ist es wahrscheinlich eh egal. Was ich noch schauen wollte, ist hier... Nein, ist nicht dran. Okay. Hätte ja sein können, dass hier irgendwie so Bonsai-Zeug mit drauf ist. Ich werfe einfach mal alles rein, ist doch egal. So. Und dann hätten wir nämlich eine sehr, ja, effiziente Baumfarm gehabt, sage ich mal so. Ohne großmächtig was tun zu müssen. Nein, das ist wohl hier nicht drin, wie es aussieht. Oh, aber dafür... Oho! Cut from Oakwood Planes. Ah, Architecture Craft. Oh, interessant. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Sawbench. Oi. Aber das ist... Oh Gott. Das ist nicht gerade günstig. Architecture's Hammer. Ja, wobei, das ist eigentlich schon cool, oder? Also so Blöcke so hinzusägen, so wie es... Ah, wie man es gerne hätte.
Finde ich irgendwie schon cool. Allein die. Okay. Was kann man damit alles machen? Mal gucken. Ach so, nur die? Ja gut, dann ist es wieder weniger interessant. Ich dachte, man kann da bestimmt noch viel, viel, viel mehr machen. Wobei das halt auch schon ziemlich geil eigentlich aussieht in alles. Wenn ich mal so ehrlich sein darf. Naja. Egal. Schade drum. Wäre ziemliche Verschwendung, dafür jetzt mein Eisen herzunehmen. Einfach weil ich davon nicht so besonders viel noch habe. Und weil, Moment. Er heißt Freezer tatsächlich. Das ist ja die, das ist doch der aus Dragon Ball. Ja, genau. Dragon Ball Z, um genau zu sein. Der Kühlschrank. Der Kühlschrank. Oder der Gefrierschrank, kann man auch sagen, ne? Dieser. Irgendwie so. Ne? So, einen Freezer. Will freeze nearby water to ice or snow. And nearby lava to wie? Obsidian. Okay, das ist eher nicht so gut. Only works at night. Ja, haben wir Tag oder Nacht? Ich weiß es nicht. Consumes 20 Energy per Operation. Ach so, ich muss da jetzt irgendwie noch Strom ran schaffen. Vielleicht deswegen des Heatcore-Dingens und so weiter. Ich weiß es nicht. Power Crystal. Hier geht's weiter. Die können wir nicht herstellen. Okay. Book of the Vows for more information. War irgendwie klar, war irgendwie logisch. Ja. Also dann her mit dem Buch. Charger hört sich doch schon mal erst so an. K-Machines, denke ich mal. Powering, hier. So, Powering. The Powering Crystal Item has variable recipes. This means that for each part a different item may be placed. The parts are the nucleus in the center position, the relays in the center top and bottom, the screen on the sides. Test out different recipes and see what is the best one for you. Ja. Okay. Ach so, man kann hier. Es gibt verschiedene Nukleo-Dingens hier. Wir können die ja nehmen. Passt. Weil ich weiß nicht, so eine Rod. Können wir bestimmt auch ganz einfach craften. Mal gucken. Entweder die oder so eine Rod. Aber ich glaube, die habe ich schon mal gebaut, oder? Das ist doch bei den Mysterious Dust Zeugs mit dabei, oder? Ja, egal. Power. The total power of this crystal can contain. This may be recharged in a charger. Oh! Range. The range in blocks that this power crystal can deliver power to. Ach so. Ja. Ist irgendwie auch klar. Braucht man nicht lesen. Schwachsinn. Power Relays. Ja, gut, wir haben Stein. Nehmen wir doch Stein. Ja. Power Screens. Wir haben Glas. Wir können Glas nehmen. Passt. Perfekt. Machen wir einen günstigen aus Stein und Glas. With List of Possibilities. Achso, hier ist nochmal alles aufgelistet. Jawohl, okay. Also wir brauchen Glas, Stein und entweder ein Dia oder so eine Rod. Mal gucken. Was ist das für eine. Achso, könnte ich hier ja nachlesen, hä? Mysterious Rod. Schauen wir mal, wie wird die gecraftet? Ist die günstig? Wir können aber auch ein Dia nehmen, ist genauso günstig. Wir kommen ja ständig raus. Hier, Mysterious Rod. Rod. Achso. Hier, das ist die Empty Route.
Ja, ich würde sagen, wir nehmen den Dia, wenn wir keine 6 Nuggets davon haben. Was wir wahrscheinlich nicht haben. Nein, haben wir nicht. Natürlich nicht, weil wir es kommen immer 9 Nuggets raus. 6 brauchen wir ja schon, also nehmen wir Dia. So. Lecken. Lecken. Und Glas haben wir haufenweise. Und Stein haben wir sowieso dabei. Passt. Also. Dann bauen wir mal so ein Dia. Also so ein Dingens hier. Das war hier so. Screen an der Seite und Relay unten und oben. So. Power. Range 6. Ach so. Ach so, wenn man hier bessere Sachen nimmt, dann wird das wohl mehr wahrscheinlich, ha? Purity. Warte, Moment. Purity muss man gerade lesen. Purity muss man gerade lesen. Genau das, was am meisten Sinn macht zu lesen, das habe ich nicht gelesen. Will determine the amount of power wasted in air transmission when powering machines. Ah! Different items used in each of the three parts of the recipe will yield different traits. Ah, okay, gut. Vielleicht sollte man trotzdem so eine Rod nehmen. Vielleicht ist es dann das tatsächlich Beste. Aber vielleicht auch reicht es auch, wenn wir einfach ein anderes Relais nehmen. Anderes Relais, was haben die hier genommen? Die haben. Oh, gut, Quarz haben wir nicht. Vielleicht können wir mal Redstone nehmen. Redstone ist doch energieleitend und so. Oder Lapis. Mal ausprobieren. Mal ausprobieren. Mal einfach mal zwei Redstone-Blöcke machen. Und. Ach, machen wir auch einfach mal. Lapis haben wir auch genügend. Auch einfach mal zwei Blöcke. So, und den Rest legen wir wieder rein in die Kiste. Ach, in die Kiste. So, Relay. Unten und oben. Zack, Screens an der Seite. Wie viel haben wir hier? 51. Ist schon besser, würde ich sagen. Wie sieht es hier aus? 53. Okay. Wenn die Screens noch austauschen, was können wir hier für Screens noch nehmen, was wir vielleicht auch haben? Screens. Crystal Block, Nether Crystal Block. Squash Glass. Crystal Block. Vielleicht sollte man da tatsächlich einfach Crystal Blocks nehmen. Müssen wir noch ein paar machen, glaube ich, weil ich habe die alle jetzt. Ja. Müssen wir noch ein paar machen. Da kann ich das auch mischen eigentlich? Nein. Ich hätte jetzt ganz gerne gewusst, ob das was bringt überhaupt. Oder ob es sinnfrei ist. Gut, dass wir hier Dingens bekommen haben. Zack. So eine Schere. Genau, habe ich ja dabei. Perfekt. So. Und Cobra antwortet nicht. Das ist sehr höflich. Oder gab es noch keine Notification? Nein, er antwortet nicht. Das ist sehr höflich. Aber vielleicht habe ich das letzte Mal auch einfach ja, nicht mitbekommen. Vielleicht bekommt man das bei Twitch nicht mit oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Benutze Twitch so oft eigentlich auch nicht. Nur halt hier zum Minecraft starten. Weil es halt da ja coole Modpacks eigentlich gibt zum Auswählen und so. Okay, wir haben das hier, Stone Dust, haben wir auch noch. Ja, aber ohne den Dust, da wird das nichts. Ah, okay. Ach so, ja, ich habe ja noch, ist ja noch ein ganzes Deck da. So. Gunpowder! Ich kann auch Gunpowder nehmen stattdessen. Was ist günstiger? Achso, ich habe kein Stone Dust mehr. Ja, gut, das soll man eigentlich. Das haben wir schnell im Griff. Stone Dust haben wir schnell im Griff. Und das alles ist, was fehlt. Na komm. Stone den richtigen nehmen. Quatsch.
So. So. Da lege ich einfach mit Himmel dran, ist ja scheißegal eigentlich. Ist doch scheißegal! So. Jetzt kann ich die schon mal nicht mehr verwechseln. Das muss jetzt noch gebrannt werden. Und dann haben wir genügend, um hier mal. RIP! Jetzt ist dann die Frage, was bringt mehr? Muss man nochmal ins Buch gucken. Was haben die. Was haben die hier sonst noch? Die haben so ein. Achso, die haben Quarz hier genommen. Ich könnte mal noch eine andere Rod versuchen. Hm, vielleicht. Wir haben doch auch. Vielleicht trotzdem mal eine Mysterious Rod machen. Wenn das vielleicht mehr bringt, ich weiß ja nicht. Empty Rod. Ach so, einfach nur mit Glas. Habe ich ja dabei. Okay, perfekt. Machen wir mal hier außen, weil drinnen ist ja gerade belegt. Wie war das noch? Ach so, ja genau. Ein Stück davon. Deswegen ging es ja nicht. So. Empty Rod. Und das musste ich, glaube ich, mit Rechtsklick, oder? Jo. So. Jawohl. Guck mal, wie es hier jetzt aussieht dann. Ich mach mal das so nochmal. Jetzt haben wir 53%. 69%, jawohl. Und wie ist es mit. Wo habe ich das Ding hingelegt? Hier. Ja. Ich bin so klug. 70%. Moment. Das bringt mehr. Wieso habe ich dann so eine Rod gebaut? Zum Ausprobieren. So, das bringt mehr. Nehmen wir das. Und dann als nächstes die Crystals. So, 82%. Ja, ich glaube, das ist ganz gut so, oder? Ich glaube, 82%, damit kann man leben. 82%. Was gibt's sonst noch? Was haben wir sonst noch nicht ausprobiert? Das andere Zeug haben wir eigentlich. Moment, was ist das noch? Mal kurz gucken. Shard Crystal. Shard Crystal. Ah, hier. Von jedem eins. Können wir mal probieren noch, oder? Das sieht teuer aus. Könnte vielleicht was bringen. Aber vielleicht brauchen wir es auch was für was anderes später oder so, wenn das jetzt dann doch nichts ist. Ah, das ist schon wieder du. Gar nicht nach. Hallo? Und die Musik spielt, wie schön. Einmal, zweimal. Gedacht. Moment. So. Nee, doch viel einfacher. Und das versuchen wir mal noch. Also jetzt sind wir auf 82%. Und jetzt weniger. Was habe ich das dann?
Minecrafted Eye. Okay, was haben wir sonst? Ein irgendwas. Impri-Sonet. Drops from Charged Light Collectors. Okay, wir haben keinen Light Collector. Also muss es hiermit dann gehen. 82% war das, ne? Ja. Als Ding hier, als Relais. Das können wir sonst noch mal versuchen. Redstone, Endstone haben wir nicht, Moonstone haben wir nicht, Lapis haben wir ausprobiert, Smooth Dingens, das können wir noch ausprobieren, da haben wir noch was davon. Mystic Iron Block, Stone Steel Block. Also wir versuchen mal diesen Smooth Dingens hier noch, weil davon haben wir ja, ja habe ich sogar dabei. Es ist also relativ. Ich glaube, ich nehme lieber die. Moment, jetzt haben wir 2020. Ja, ich nehme lieber die. Wenn dann schon richtig. Genau, wenn dann schon richtig. Range 6 Feuer. Hätte ich mal lieber aufgehört. Range 10. Ha! Jetzt ist die Frage, was ist besser? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Rage 10. Aber es ist, glaube ich, schon geil, wenn man das Ding irgendwo hinstellt und es hat einfach überall Strom. Es ist auch geil, wenn man es einmal lädt und dann hält es ewig. Ja, ich weiß es nicht. Wobei das wahrscheinlich mit. Ach, ich weiß es nicht. Rage 10. Ich nehme Range. Ich nehme Range. Das werfen wir hier rein. So. Jetzt kommt hier hin. Ah, davon habe ich noch eins übrig. Hier rein. Ist auch. So. Futtern. Ich muss mal was essen. Was essen wir diesmal? Kartoffeln? Melonen? Karotten? War schon lange nicht mehr. Brauchen wir sowieso noch was. Nehmen wir davon noch was. Und was nehmen wir noch? Können wir nicht direkt essen. Um sowas hier. Brauchen wir zwar auch eigentlich für was anderes, für rote Farbe nämlich, aber es ist ja egal. So, damit wir wieder Nutrition bekommen hier. Und sowas hier. Reinpfeifen. So, bitteschön. Jetzt will ich aber sehen, dass ich hier Zusatzherzen habe. Nein, habe ich nicht. Schön. Gut, dann nicht. Dann eben nicht. So, hat er jetzt trotzdem gemacht. Anzeige back, okay. So, davon machen wir ja nur die Hälfte. Beziehungsweise das werfen wir direkt einfach mal hier rein. Rotary Grinder. Zack, weg damit. Dann haben wir das schon mal erledigt. Dann brauchen wir da erstmal die nächste Zeit nichts mehr.
Okay. Zack, zack, zack. Okay, gut. Wie lade ich denn den überhaupt wieder auf? Mal so eine ganz doofe Frage. Charging wahrscheinlich. Oh shit. Oh shit. Ui. TNT? Was? Multiblock Structure, das muss doch irgendwo erklärt sein, oder? Multiblock Structure. Hier der Charger. Bitte schön, hier ist der Charger. Okay. Vier Crystal Blocks. Die könnten wir irgendwie auftreiben. Smooth Onyx Blocks. Smooth Onyx Blocks. Ja, gebrannter Onyx war irgendwie klar und den bekommen wir mit dem grauen Schad und Dingens. Das ist auch kein Problem. Moonstone Blocks. Moonstone. Ich wusste gar nicht, dass wir den schon herstellen können. Ah! Ja, okay, gar nicht mal so schwierig. Hätte ich die auch mal versuchen können. Okay. Und 4 Mini. Ah! Haben wir? Okay, das haben wir. Das bekommen wir hin alles. Charger Block. Charger. Copper Charger. Das ist was anderes, ne? Das hier. Heavy Ingots. Haufenweise. Gut, das ist kein Problem. Smooth Onyx nochmal 3. Ja, zweimal das Rezept reicht. Okay, gut. Dann, ja, machen wir den Charger direkt, oder? Moment, was braucht der Charger eigentlich, um zu funktionieren? Lädt er einfach auf? Power crystal get deployed sometimes. So charge them again and you need a charger. To charge them. And related multiplug structure. To power the crystals, right click with them to place them into the charger. Then throw items that hold charge onto the ground. They will be pulled in and consumed by the charger to power the crystal that is inside. Okay, alles klar. Aber welche Blöcke halten denn Charge? Mal gucken. Genau, das waren wahrscheinlich die, die hier beschrieben waren. Charging. Liquid Souls. Mysterious, das haben wir. Mysterious Leaves, Mysterious Rods. Ach, wir können die Rods auch da reinwerfen. Perfekt. Crystal Catalysts. Ach, das Ding, das wir gebaut haben. Perfekt. Das können wir auch reinwerfen. TNT, Coal. Experience Bottles. Ah, super. Haben wir ein paar. Glowstone Dust. Haben wir nicht, glaube ich. Nö, haben wir nicht. Okay, also wir können da ein bisschen was reinwerfen. Vor allem Mysterious Dust. Von daher ist das Feld nicht mal so schlecht vielleicht. Da kann ich dann doch ein größeres Feld vielleicht sogar bauen noch. Mal schauen. Vielleicht wird das dann da oben komplett Mysterious Dust Zeugs. Und das andere brauche ich wieder woanders hin. Mal schauen, mal schauen. Oh Gott. Ja, gut. Das ist ja richtig kompliziert. Das Modpack ist cool. Das Modpack ist echt cool. Mir gefällt's. Also mir gefällt's. Ja, doch. So. Also. Wo fangen wir an? Wir fangen an mit
auch nichts, oder? Weil wir bauen das erstmal in den Charger, damit wir den Kristall mal hier chargen können. Er hat zwar ein bisschen Power, aber ich möchte ihn gerne mal voll laden, bevor ich loslege. So. Den Freezer, den müssen wir dann irgendwo etwas höher stellen und den Schandfleck müssen wir wegmachen. Unbedingt, der muss weg. Der muss weg. Vielleicht machen wir das dann da oben einfach dann den Freezer oben drauf oder so. Dass wir hier die Leiter vielleicht nach oben machen, da den Freezer hin und da dann vielleicht ein Wasserbecken, wo ich dann reinspringen kann. So eine endlose Wasserquelle, ja, genau. Wäre hier an der Stelle vielleicht auch nicht schlecht, weil so oft wie ich hier runterspringe, wäre das echt eine coole Sache eigentlich. Und ich hätte die dann direkt neben dem Haus. Ha! Ha! Vielleicht hier hin. Und dann nochmal mit Weg hier hin so. Wäre eine Idee, oder? Wäre eine Idee. Das machen wir. Komm, das machen wir. Also, wir brauchen sowas hier, wir brauchen sowas hier. Und das hier brauchen wir gerade nicht. Wir brauchen Cobblestone. Cobblestone. Das produziert echt gut. Ich komme gar nicht nach, den zu verbrauchen. Super. Hier sowas hier. Ja, und dann machen wir einfach so eine typische 2x2 Wasserquelle, oder? Einfach hier hinten dran. So. Oder? Oder gehen wir nur mit einem Weg rein? Wir gehen nur mit einem Weg rein. Komm. Wir machen das schön. So. Und dann machen wir das hier. Hier so. Und. Geht nicht. Also machen wir es hier. So, so. Machen wir noch eins, oder? Ja, machen wir noch eins. So. Eins. Zwei. Drei. So. Dann machen wir das so. Nein. Ja gut, ich weiß noch nicht genau wie, wo ich den Zugang mache. Vielleicht direkt hier gegenüber. Sieht vielleicht ganz cool aus, oder? Mach mal. Machen wir so. Zack, zack. So, dann müssen wir hier mal kurz das mit Cobblestone ausfüllen und wieder freihacken. So, dann schütten wir hier Wasser drauf. So, ist eigentlich cool. Ist cool, aber irgendwie ist es auch wieder doof, weil dann kann er an der Seite halt was raus schwimmen und das ist ja nicht so ganz das, was wir eigentlich wollen. Ja, müssen wir mal kurz nochmal hier einen wegmachen und wir müssen das eins wieder machen. So wie es sich eigentlich gehören würde. So. Ah, hier dasselbe Spiel. Überall rundherum eigentlich mal kurz einen weg. Das komme ich da nicht mehr hin. Okay. So wie es sich gehören würde, müssen wir das mal machen. So, sieht zwar cool aus, wenn da unten dann das Licht reinscheint von der Lava, aber es ist unpraktisch, weil sonst alles verbrennt, was außen raus schwimmt. So, war das auch geklärt, wieso, weshalb, warum? Ah! Ich hasse es, wenn das passiert. So, hier brauchen wir nur noch ein Wasser und dann hoffe ich, dass ich von da oben bis dahin jumpen kann und dass das dann
dass ich dann nicht mehr. So. Okay, hier machen wir das auch noch so angesagt. Also ich zumindest. Was ihr davon haltet, ja, das könnt ihr in den Kommentaren hinterlassen. Oder ist es mir eigentlich auch momentan relativ egal, wann ich nicht bin, weil ich, wer weiß, wann ich das online stelle. Ich weiß es selber nicht so genau. Könnte eine Weile dauern. So. So. Unendliche Wasserquelle, bitteschön, haben wir. Perfekt. So. Nicht ganz so schön, wie ich mir erhofft hatte, aber es ist okay. Also ich finde es okay. Ich finde es okay. Ja, ich finde das schon. Ich finde das okay. Es könnte schlimmer aussehen, mal ehrlich, oder? Es könnte wesentlich schlimmer aussehen. Was nicht irgendwie auch schon. Das hier hätte ich gerne etwas größer gehabt noch, aber es ist egal. Es ist egal, komm, es ist egal. Es passt. Hier mal auch noch etwas Lava dazwischen. Einfach, damit nicht alles so duster ist. Weil wenn ich überall Lava zumache, dann ist alles so zappenduster und ich muss überall Fackeln aufstellen. Auch nicht schön, oder? Sieht das so auch ganz cool eigentlich aus. So. Genau. Was die Farbe oder die Farbe? War ja was, ne? Oh, nix. Genau. Nein, ich will keine Öfen bauen. Azul, ja gut, haben wir oben noch. Wie habe ich das Zeug hergestellt? Ah, Stein, Dirt und irgendwas, das verbrannt ist. Jetzt ja wieder eine Farm, nicht schlecht. Aber wir haben noch, glaube ich. Hier haben wir noch. Ich hoffe, das reicht. 15, wir haben ja alles da. Super. Wir haben alles da. Perfekt. So. Das hier wollte ich gucken. Ach so, da kommt. Ah, und ich brauche wie viel? 6, 12. Ja, 12, ne? Habe ich. Perfekt. So, einmal durchbrennen, bitteschön. Dankeschön. Onyx haben wir. Das haben wir. Das bekommen wir auch. Das Zeug muss ich noch holen. Was habe ich davon noch? Nein. Nein, ich habe es verbraucht. Aber es macht nichts. Wir haben hier noch was auf Lager. Sollten wir vielleicht demnächst mal gucken, wie man das herstellt. Crystal Block, Clay, Mysterious. Das war. Ah ja. Okay. Auch ziemlich kompliziert eigentlich. So. Haufenweise blaue Blöcke gibt es in dem Modpack. Aber cool. Moment, wie ist das? Zwei brauche ich nur, hm? Ja, dann nehme ich die hier. Dann nehme ich die. Mal schauen, wie weit ist das? Das läuft noch. Ja, das dauert eine Weile. Okay, also. Dann bauen wir das Ding. So. Einen roten Shard können wir mal eben noch holen. Einen roten Shard. Bitteschön. Und dann brauchen wir hier noch. Achso, habe ich hier drin liegen. Einen Gravity Block, den wir mal eben zerteilen in vier kleine. So. Sechs Blöcke Range. Mal gucken. Stelle ich das Ding direkt da oben drauf. Und dann hat das sechs Blöcke Range. Mal schauen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Also. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.
Also hier wäre dann einer, hier wäre noch einer, da wäre einer und da wäre einer. So. Eigentlich kann ich das mit Gunpowder machen, oder? Ist das, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das sinnvoller ist. Mit Gunpowder oder mit dem Zeug. Solange es wächst, kann ich es nochmal wachsen lassen. Solange es momentan. Also, es ist ja aber gleich im Weg. Gleich ist es im Weg. Aber lange. Ja. Eine Weile kann ich ja noch. Eine Weile kann ich das ja noch so betreiben. Ah, ich glaube, ich habe 12. Ja. So. Ist? Ach so, smooth. Und, da war ja was. So, dann kann ich derweil hier oben das hier vielleicht. Dann habt ihr hier aber auch 6. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 2, 3, 4. Oh Gott. 5. Müssen wir bis hier hin machen. Und am besten viereckig, glaube ich. Oder? Weiß nicht. Mal gucken. Wir machen das mal so. Abreißen kann ich es ja später dann auch noch. Jetzt könnte ich so eine Bildeswand vielleicht wieder brauchen. Ne? Mal kurz gucken. Die habe ich hier irgendwo hingelegt. In so eine Kiste. Wenn ich so ein Ding schon habe, kann ich sie auch benutzen, oder? Ich mag es zwar eigentlich nicht, das Zeug, aber was soll's. So, her damit. Hier so. Batsch. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, genau, und 1 mehr, sowas gedacht, machen wir das hier auch. So, Gott, das wäre eine riesen Plattform. 3, 4, 5, auch 2 mehr, 1, 2, so. Huch, keine Steine mehr, ich habe keine Steine mehr. Beziehungsweise die ich noch habe, die hat er nicht genommen. Dann brauchen wir noch haufenweise Dirt. Oder? Weil muss ich ja hier alles mit dem Zeug dann zupflastern. So. So, mal gucken, ob das dann so stimmt, ob das so passt. Werden wir gleich sehen, dann, wenn es soweit ist. Okay. Das Falsche hat er mir hingezogen, aber ist egal. Komm, so. Zack. Ja, das müssen wir dann alles abbauen im Endeffekt. Und hierzu solchen Mysterious Dust-Zeug machen, damit wir davon auf jeden Fall genügend haben. Wenn es nicht schon reicht, mal schauen, aber ich fürchte eher nicht, weil ich glaube, der Dust, der wird so viel nicht bringen, der ist ja relativ einfach. So. Hier, Charger, bitteschön. Einmal ein Charger. Was brauchen wir noch? Falsches Buch. Richtiges Buch. Charger. Also die vier Kristalle. Wie heißen die? Das sind Crystal Blocks. Ja, schön, dass ich davon drei habe. Genau, so war das.
Ja, schön. Das bringt mir gar nichts. Einfach ist es hier schon. Aber eigentlich auch nervig, wenn man ehrlich ist, oder? Wenn es halt von alleine wachsen würde und einfach zu ernten wäre, okay, ja. Was ist halt alles andere als einfach zu ernten? So, ja damit. Wer das? Einfach brennen, genau. Bitteschön. Dann nehmen wir den auch mal noch mit. Man weiß ja nie, wobei, so viel werde ich gar nicht brauchen, wahrscheinlich. Ah, falsches Buch! Smooth Onyx, 12 trotzdem. Also ja. 13. Das dauert ganz schön, aber gut, es ist kostenfrei. Okay, so, jetzt haben wir 4 Stück davon. Also, wie funktioniert das jetzt? Hier. Also 3x3 und außenrum dann. Also gut, dann schaufeln wir mal das Zeug hier weg. Ja, das ging schnell. Also jetzt haben wir hier die 3x3 Fläche und hier muss dann der Smooth-Onyx hin. Onyx, hier. So. Muss auch weichen, sorry. So machen. Ich hätte eigentlich auch direkt dort hinsetzen können, Gras hinsetzen können, ist egal gewesen. Also, so ist auch egal. Hier muss ich nochmal nachbessern kurz. Wir können eigentlich auch hier außen schon mal anfangen, dort zu setzen. Das muss ja eigentlich alles dann noch erstmal Gras werden, damit es dann zu dem lilanen Zeug werden kann. So. Eine Schaufel? Nein, habe ich nicht. Das macht nichts. Müsste so eigentlich auch gehen.
Jo. Müsste hier außen liegen. Oder auch nicht. Vielleicht habe ich es doch schon aufgesammelt. So. Müssen wir dann da wieder dort ansehen. Oh Mann. So. Komm hier, dort. Nein. Also ich brauche noch mehr dort, wenn es tatsächlich so weit geht. Also, wir sehen. So, was brauche ich noch? Die vier Crystals, genau. Die müssen an die Seite hier hin. So, dann brauchen wir noch diese Moonstone-Dinger. Stone Blocks. Er ist aber eitel. So. Nimmt nur die. So. Und jetzt müsste er dahin, oder? Ist das jetzt fertig? Müsste so fertig sein, oder? Wenn ich hier jetzt Rechtsklick drauf mache. Ich habe doch was dabei. Oh! Der Kristall. Also, er macht was. Der Kristall lädt er sich? Mal gucken. Kann ich gerade sehen. Stone Dust bekomme ich da raus, kann das sein? Okay. Ja, 400 hat er drin. Okay, gut, der lädt sich. Vollladen kann ich den bei weitem nicht. Das funktioniert sehr gut, was ich hier vorhatte. Muss nur das Gras halt noch sich ausbreiten und dann passt das schon. Aber bei. Wir warten mal noch, oder? Spawnt das so schnell? Nee, glaube ich. Klingt doch öfter mal Tage rum. Hoppala. Das wollte ich eigentlich vermeiden, aber ist egal. Rein damit, so. Okay. Steine.
Jetzt könnte der da oben eigentlich durch sein. Ja, ist er auch. So, mal her mit dem Kristall. Ja, der ist ja fast voll. Perfekt. Super. Also Energie haben wir. Perfekt. So, dann brauchen wir nochmal Dirt. Wir wollen eine Farm auch noch haben. Und ich setze das diesmal gleich so rum. Jetzt hängt haufenweise Stone Dust. Achso, ich sollte den Kristall auch reinsetzen, wenn ich den hören will. Das könnte helfen. Kann ich den auch überladen? Ja, hoffentlich nicht. Gut, also, sehr schön. So, gut, dann legen wir das hier wieder auf Lager. Sortieren. So. Okay, sehr schön. Immer noch was übrig. Jetzt können wir uns um den Freezer kümmern. Den könnten wir eigentlich dann direkt irgendwo nebendran vielleicht stellen. Ah, Moment, ich brauche erst noch Dirt. Ah. In die Richtung vielleicht. Bauen wir hier den Freezer hin, also. Auch mit so einer schönen Holzbrücke oder so. Müssen wir nochmal Holz farmen. Da habe ich meine Saplings. Hier habe ich Saplings. Ah, es ist nicht hell genug hier. Da war ja was. Saplinge brauchen Licht. Was ist, wenn das passiert?
gedrückt. Da schießen die Bäume in die Höhe. Taste. So. Okay, es geht nur eine gewisse Reichweite. Aber ist ja auch egal im Endeffekt. Mit der Hacke? Mit der Hacke, komm, ist egal. Uiuiui, ui, ui. Aber es geht ganz schön die Essensleiste nach unten. Ist egal. Wir können Essen en masse eigentlich produzieren. Das passt schon. Und Holz haben wir jetzt erstmal genug, glaube ich, fürs Erste. So. Können wir eigentlich nochmal einen Gras-Starter hinsetzen, oder? Wir haben also noch eine Idee. So. Eigentlich hätten wir gar nicht so viel gebraucht, so eine Riesen-Area. Aber wenn ich da jetzt einmal durchfliege, dann ist der Kristall auf jeden Fall voll. So. Einen Freezer. Ja. Kann ich mir jetzt davon hier nochmal wegmachen? Hier ist mir eigentlich auch etwas alles im Weg. Ich würde das am liebsten umbauen. Und ich glaube, das mache ich auch. Ja, ich baue das mal um. Essen erstmal. War doch bestimmt was hier. Kartoffeln haben wir. So, bitte schön. Und jetzt möchte ich eigentlich, wie gesagt, am liebsten das hier alles mal umbauen. Also das hier alles loswerden.
wollte die doch mitnehmen. So. Oder bauen wir hier den Freezer hin? Das wäre natürlich. Ja, ich weiß nicht. Machen das hier mal weg und setzen dann stattdessen einfach so einen Platz halt. Und hier so ein Platz halt ist. Das war natürlich jetzt wahrscheinlich dumm, weil jetzt hier das Wasser da. Ja, wobei, egal, nö, das passt eigentlich. Ah. Ja, ich habe etwas dabei, mit dem es besser funktionieren würde. Ja, klar. So. Und hier, ja, wie machen wir das jetzt hier? Ich weiß jetzt gar nicht so genau. Habe ich halt schon die Treppen. Eigentlich mag ich die Treppen nicht, eigentlich mag ich lieber die anderen Treppen aus denen. Wenn es etwas besser passt einfach. So, komm. Machen wir solche Treppen. So, hier außen kommt natürlich nochmal ein Rahmen außenrum, wie immer. Das heißt, wir müssen die Treppe da hinsetzen. So. Und dann geht sich das nicht aus, wenn ich hier die Lücke lasse. Okay, alles klar, dann füllen wir hier auf. Okay. Ja, ist ja egal. So. Genau. Machen wir das so und hier machen wir vielleicht irgendwie andere Blöcke noch rein. Mal schauen. So Concrete oder so. Haben wir doch bestimmt was Cooles. Dass wir irgendwie einfärben können und so. Vielleicht was Grünes oder so. Oder was Rotes. Vielleicht was Rotes. Oder keine Ahnung. Ach, oder was Blaues. Was Blaues. Wir haben doch offenweise blaue Blöcke. Wir können doch auch blauen Beton machen. Stimmt. Oder lilanen Beton. So, aus Sand und Gravel. Wie war nochmal Gravel? Wie war nochmal Gravel? Nö. Habe ich das sicher? Ah, Rotary Grinder, Cobblestone. Zack, gib Gravel, perfekt. Hat er noch andere Rezepte außer mit Gold? Nein, also rein mit dem Zeug. Zack, so. Ah, ich muss mal kurz auf K. Ah, scheiße.
Ich würde sagen, ich mache dann an der Stelle mal kurz Schluss für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es dauert ja eh schon, es ist ja eh schon 1,5 Stunden, von daher, es passt schon. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, bis dahin, habt euch wohl, viel Spaß und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja. Ciao.